So, und willkommen zurück. Die Alte läuft hier immer noch rum, als wäre sie total auf, ich will nicht sagen Speed, aber Pep. Dann würde ich mal sagen, wir gehen hier in die Butze rein. Ein Toppel ist eine echt schöne Musik am Start. So, ich speichere mal, bevor ich hier weitergehe. Ich habe nämlich direkt einfach weitergemacht. Ohne irgendwas anderes zu tun. Ja, so habe ich das getan. So, wir holen jetzt erstmal hier den Eisenhelm. So. Kann ich das auch mal zeigen? Ich habe auch immer noch dieselben... Dieselbe... Scheiße! Habe ich hier, selben Kack-Controller, aber das ist jetzt egal. Und ich komme jetzt vor das Mikrofon, wenn ich mich kratzen will. Ach, vermisse ich ein freistehendes Mikrofon. Aber das andere Mikrofon, was ich mir da gekauft habe, ich meine, das hat ja auch nur 20 Euro gekostet. Also, das hätte ich mir von vornherein denken können, dass das der absolute Schund ist. So, mit dem Headset, warum laufe ich im Kreis? Ach, verdammt. Weil ich eigentlich in den Itemladen wollte und mir ein paar Schlüssel holen. Für ein paar, ich weiß gar nicht, wie heißt das, Keuschheitsgürtel. Ich bin ja lustig. Meine Fresse. Irgendwie hört sich meine Stimme auch nicht gerade so, was macht die da drüben? Auf dem Höhepunkt ihrer Zeit an. Was? Ich kann auch nicht mal rumgreifen und was trinken, weil ich habe mir gerade einen kleinen Cappuccino getan. Und alle, die meine Tasse sehen würden, würden jetzt sagen, der ist nämlich gar nicht so klein, der Tasse. Mhm. Genau. Am Wasserfall soll der Mongo leben, habe ich gehört. Der Bogart. Humphrey. Wir gehen jetzt zu Humphrey Bogart, gehen wir jetzt. So, was könnte ich noch erzählen über das Spiel? Das war das erste Zelda-like Adventure, was ich für ein Gameboy gespielt habe. Naja, Zelda-like, ja, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber man könnte es so sagen, glaube ich, meine ich, denke ich. Hur, hur. So. Alles Mungos, la, 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 la. Oh, die sind noch gefährlich. Muss ich ein bisschen aufpassen. Oder auch nicht. Ein Bonbon. Da hüpft da hinten doch um, ihr Lappen. Nee. Seid voll kacke, so, ne? Oh, komm her hier. Bam, mach nur noch einen Schaden. Ist ja eigentlich ganz gut. Oh, die machen noch einiges hier. Pokepush, das ist auch irgendwie. In einem anderen Spiel waren sie ja. In Secret of Mana sind sie einfach die Gegner hier. Hauen die eigentlich gut rein, muss man sagen. So, was gibt's hier noch? Noch so ein paar Daredevil, wollte ich schon sagen. Hier geht's zur Höhle, wenn mich nicht alles täuscht. Wow. Ich nehme lieber ein paar Bonbons, die sind eh total bescheuert. Brauche eigentlich kein Schwein. Ja, komm mal ab. Ja, hier noch ein Bonbon, der ich so gerne esse. So, weg mit dem Rotz. Speilen wir uns mal hier ein bisschen. Speedrun! So, hier wieder hoch. Hier oben ist schon die kleine Kackhütte. Dann gehen wir rein. Jetzt reden wir mit dem alten Mann. Verzeihung, ich suche jemanden. Namens, Bogart. Okay, sagt nix. Sprechen wir nochmal. Ich weiß gar nichts. Hau ab! Das ist das Mana-Amulett. Meine Mutter gab es mir. Bist du der Gemma-Ritter? Ja, das war damals, als Wendell versuchte, die Welt mit Hilfe des Mana zu erobern. Eben gerade hat er sich noch angehört wie ein alter senioler Typ. Wir kämpften gegen sie um den Friedenswillen. Um des Friedenswillen. Aber ohne Erfolg. Die Macht des Mana war zu stark. Aber es gab eine edle Frau, die uns zum Sieg verhalf. Jene Frau trug dieses Amulett auf ihrer Brust. Es scheint, dass du, Mädchen, der Schlüssel bist. Hol die Spitzhacke aus dem Nebenraum. Gehe nun in die Höhle auf der Ostseite der Berge. Benutze die Spitzhacke, um Felsen in den Höhlen zu zertrümmern.
Besuche Kibber in Wendel. Er weiß mehr. Okay. Also ist das Amulett, was sie hat, das Amulett, was schon mal irgendeine Tuse hatte. Ein Moment ist, Wille. Achso, Wille ist dazu da. Seht ihr da unten die Leiste? Wenn die voll ist, kann man eine Attacke machen, eine spezielle. Mit jeder Waffe ist die anders. Also mit jeder Waffengruppe. Und Wille erhöht das. Genau so war das. Und Reife ist für den magischen Angriff zuständig und für die MP. Und Wille war, wie schnell sich das auflädt und wie stark die Attacke ist. Ich glaube aber, der Angriff wird dazu auch benutzt. Auch irgendwie ganz komisch, ist alles nicht so einfach. Aua, das tat weh. Hören Sie bitte auf, Herr Pogo-Puschel. Heißt er eigentlich Pogo-Puschel, weil er gerne in den Pogo geht? Ich bin so lustig. So, ich würde mal sagen, ich mache mir hier eine kurze Pause. Ich muss mich mal kurz erschauen. wieder da. Ich musste nur mal kurz draußen etwas schauen. Ich meinte für mich, ich hätte etwas gehört. Naja. Muss man mal nachschauen. Ja, weiter geht's. Ich kann ja mal den speichern. Wo ist mein Hund? Oh nein. Steine. Aber was sagte der Typ? Nimm den Pickel! Ja, wir haben den Pickel. Den drücken wir jetzt aus und dann geht's so. So. Mit einem Schlag kann man immer so viele, wie man bekommt, kaputt schlagen. Deswegen immer schön hinstellen, damit man nicht mehrmals das Ding benutzen muss, weil das kann man nur 7-mal benutzen. Dann muss man sich neue holen. Hau ab! Du auch! So, und ich nehme mal lieber jetzt ein paar Bonbons. Ich nehme noch ein Bonbon. Dann sind die wenigstens weg, Kackdinger. So, und hier sind wir auch schon wieder. Bin ich ja ganz schön gut gelaufen. Achso, ich glaube, ja, hier ist ja richtig. Ich dachte, ich wäre falsch gelaufen. Das wäre es jetzt auch gewesen. Ich finde auch, dass Gegenstände auswählen und benutzen hier sehr umständlich. Aber ist nur meine Meinung, ne? So. Ja, ich hau sie alle weg und hol die Bonbons aus dem Sack, aus der Truhe. Hier gibt's aber wirklich ganz schön viele jetzt, was geht denn? Das erste Mal, wo ich gespielt habe, habe ich nicht einen Bonbon bekommen, ey. Und jetzt bin ich hier Candyman. Das war John Candyman, nein. So, jetzt haben wir schon Kraft auf 10. Ich denke mal, bis 20 werde ich es noch machen. Dann gehe ich mal auf Reife. Einzigartige Axt für nur 150 Goldstücke. Möchtest du sie? Aber natürlich. So, wunderbar. Ach, Professor Eich, möchtest du irgendwas? Und zeig mal, was du hast, so, ne? So. Mal ein paar Pickungen und Scheiß, braucht doch kein Mensch. Vorsicht, da vorne wird es sumpfig. Alles klar. Nee, Waffe. Jetzt können wir mal die andere Waffe nehmen. Wir haben Angriffspunkte 14 und jetzt haben wir 18. Jetzt wollen wir auch hier so eine andere Waffe. Wow, die kann Bäume kaputt machen, wie bei Secret of Mana schon. Die kann ja auch Felsen sowas kaputt machen. Vor allen Dingen Felsen. So. Die können sich unsichtbar machen, die Quallen, das habt ihr vielleicht schon mitbekommen. Und die Blumen können einen vergiften, wenn man getroffen wird. Deswegen achte ich da ein wenig bisher drauf. So. Wir müssen überlegen, wie lange wir gebraucht haben bis Secret of Mana, bis Sword of Mana, um zur ersten Stadt zu gelangen und damit allen zu sprechen und sowas. Und oh, jetzt ist mir übel. Und hier gibt's einen Tipp. Und zwar immer schlagen, dann kriegt man nur ganz wenig Schaden von der wirklich gesehen. Ich habe jetzt einmal Vergiftungsschaden bekommen. Normalerweise hätte ich da viel mehr verloren. Aber wenn man als den Schlagknopf drückt, dann ist das so ein bisschen zählt so ein bisschen die Vergiftung auf. Keine Ahnung wieso, weil das Spiel so ein bisschen retarded ist, glaube ich.
Ja, hier links müssen wir weiter. Also das Spiel ist schnell durchgespielt. Ich denke mal, ich werde das vielleicht sogar unter 20 Parts schon fertig hauen, auf jeden Fall. Ja, ich denke mal auf jeden Fall schon. Warum sage ich es oft auf jeden Fall? Das weiß ich auf jeden Fall nicht. Und zwar müssen wir hier einfach nur hier rein und uns schnorcheln legen. Und wer es erinnert, bei Sword of Mana ist das dieses eine Schloss. Mit dem... Ach, ich spoilere mal lieber nicht. Ati, was ist los? Nimm die Lebensmagie entgegen. Ja, das wäre hilfreich. Schau, hier. Du erhältst den Lebenszauber. Zauber erlernt. Ist klar. Gute Nacht. Gute Nacht. So, jetzt wird weiter geschnorchelt. Und jetzt... Dün, dün, dün. Ah... Neues Opfer. Dam, 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 dam. Guten Morgen. Hanna ist fort. Lieber nochmal schlafen gehen. Oh, das war aus Versehen. Ja. Jetzt haben wir hier bei Magie den Lebenszauber, der kostet 2 pro Magie, also pro Einsatz 2 Magiepunkte. Ja, und man merkt schon, dass das hier ein bisschen merkwürdig ist, wenn man hier spricht. Das Nest der großen Eidechsen liegt im Süden. Ja, danke für den Tipp. Sie besitzen den Schlüssel zu der Höhle im Sumpf. Mhm. Das kann nicht auch wahr sein, ey. Ich hasse das. Das ist das, was ich gesagt habe. Dass diese Mongo, das sieht aus wie ein Weißmagier aus Final Fantasy, dass der mir vor die Fresse laufen muss. Der Spiegel zeigt das wahre Gesicht der Menschen. Man sagt, der Mann hier schmiss ihn... Was? Man sagt, der Mann hier schmiss ihn in eine Höhle. Ah, okay. Der Mann hier, der Mann, da wird der hier gemeint, dieser Anzugträger. Willkommen bei Cats. Die oberen Räume sind belegt. Das Westzimmer steht zur freien Verfügung. Du kannst nicht durch diese Tür. Sie ist Herrn Lee vorbehalten. Deine Freundin? Nein. Ich kenne sie nicht. Ja, und das ist halt das gleiche. Hotel gibt's da auch, und bis man da hingekommen ist, dauert's mindestens doppelt oder dreifach so lang. Vielen Dank. Oh, habt ihr gesehen, ich hab das, seht, jetzt hab ich mal so ein bisschen Schaden bekommen. Normalerweise würde das viel öfters passieren. Jetzt habe ich mal die Axt geworfen, das war der Willenangriff, heißt sie, glaube ich, die Attacke. Wenn das voll geladen ist, wollte ich schon sagen, voll geladen so, ne? Ja, die blauen Schmatschmänner hier, die Klatscher heißen die doch bei Sticker of Mana. Die können wir noch nicht kaputt machen, sonst heile ich mich mal. Habt ihr gesehen? Hat 2 gekostet, Special Zone. Hier sind die Echsenmenschen. Huah! Schön kaputt hauen hier mit der Axt den Kopf abgeschlagen. Huah! Und diese Gegner kommen auch immer wieder. Was ich auch sehr komisch finde, also wenn ich ein paar Felder weit weggehe und wiederkommen, sind die Eidechsen wieder da. Und wenn ich die Eda alle besiegt habe, kriege ich schon wieder hier diesen Bronzeschlüssel. Das ist ganz merkwürdig. Wahrscheinlich, wenn man den mal aus Versehen verkauft oder so. Oder eher gesagt, wegwirft. Warum hier macht die alte Qualle kaputt? So, hier ist auch die Höhle. Da gehen wir jetzt mal rein. Na, auch die Tür auf. Verschlossen. Ach so, ja, natürlich. So, Bronzeschlüssel. Uha. Zack, bang, ups, drinne. Oh nein, was ist das? Ein Rotmagier. Komm her, Jeff, oder wie du heißt. Mann, du vermisst deine Freunde? Und bei Cats sind schon viele Mädchen verschwunden. Sie müssen in den Särgen im Keller eingesperrt sein. Du suchst den Spiegel? Soll ich dir dabei helfen? Ja, komm mal bei. Soll ich dir den Ding mal auch ansprechen? Morgenstern oder Pickel? Morgensterne oder Pickel können Wände einreißen. Sie klingen anders, wenn du an sie schlägst. Gut zu wissen. Gehen wir erstmal hier oben lang. Ich weiß nämlich gerade leider nicht, was der richtige Weg ist. Und oh mein Gott, was habe ich für mich? Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Schnell weg, also erstmal hier ein bisschen... Können wir mal gucken hier? Sieht alles normal an. So ein bisschen Zelda-mäßig, die sind immer in der Mitte. Wow. Doppelkill. Naja, kommt noch ein bisschen auf Kraft, oder? Ja, auf 20 auf jeden Fall noch. So, jetzt gehen wir mal hier drauf. Oh.
eine Treppe nach unten. Und ja, der Gegner greift mit mein Gehilfe, der greift mit Magie an. Guck mal, ich mach das ja mal. Komm schon, ja, da Feuerbälle bauen. Mit diesem Feuermagie kann man nämlich die Matschmänner platt machen, zum Beispiel die Klatscher. Diese Klatscher, die haben einen an der Klatsche. Melodie ist ganz cool. Ja, und hier sieht man schon die Steine so merkwürdig. Also diese Gegner hier können dann auch vergiften, soweit ich weiß. Die sind auch ganz merkwürdig irgendwie angeordnet. Wenn man jetzt mal hier guckt. Habt ihr gehört, Dilidin? So, das heißt, die Wand kann man zerstören. Nimmt man hier so den Pickel in der Hand, ne, wo macht man so, bam, dann, flatz, bam. Warum die explodiert, weiß ich bis heute noch nicht. Wahrscheinlich mit Dynamit versehen. So, und jetzt können wir hier reinrutschen und bekommen die Sichel. Jetzt haben wir die hier, und jetzt kommen wir gar nicht mehr raus. Das ist ja blöd. Dann nehmen wir einfach mal, die Sichel in die Hand. So, bam, jetzt haben wir so einen, Schlag, der um uns geht. Was ich cool finde, was ich leider dumm finde, ist, dass das die einzigste Sichel, die man im ganzen Spiel findet und demnach sehr schlecht ist, weil ich glaube, der Angriff ist so OP einfach nur, dass die gesagt haben, nö, nö, wir machen da nur eine. Weil von allen kriegt man mindestens zwei, außer von dieser Sichel, oder? Ich habe sie in meinem Playthrough in den beiden noch nicht gefunden, aber ich hatte eigentlich alles. In meinem privaten Offline-Playthrough. Wie wir Kenner dazu sagen. Was war das für ein abgewichstes Bug-Ding, Missing No, Pflanzenknolle. Pokémon-Gerätviech. Pokémon. Und wer ist schon alles so im Fieber? Pokémon X und Y. Ich und meine Schwester haben uns schon wieder abgemacht, dass wir jeweils der eine die andere holen. Also sie holt sich X und ich glaube Y. So halten wir das eigentlich immer. Ja, Haus kaputt, Bärens! Und haben noch einen Pickel gefunden, das trifft sich gut. So, hier müsste jetzt sein. Ja. Ja, nochmal Einsatz für Dr. Pickel. Na, ich bin schon immer noch so voll der Pokémon-Fan irgendwie. So, hier, dich können wir nicht kaputt machen, du Kackding. Hört man ja auch, wenn man es anschlägt, geht so bing, bing. So, hier ist verschlossen. Ich weiß gar nicht, lohnt sich das hier reinzugehen? Ich guck mal. Ah, okay. Ihr müsst da aufpassen, ihr dürft die Truhe nicht kaputt machen. Musste ich hier hin? Okay, hier ist alles in Ordnung. Hier auch. Okay. Ich weiß nicht, soll ich runtergehen? Ich bin mir gerade nicht sicher, ich gehe mal lieber noch nicht runter. Gehen wir lieber erstmal hier nach links. Ich guck erstmal. So level ich auch noch ein bisschen. Aua, aua, hab mich gehauen. Und ich glaube aber hier ist so, ich glaube da hinten war nur eine Quelle, oder? Bin gerade unsicher. Schlüssel gefunden. Ach, jetzt ist sowieso alles egal. So, hier brauchte man auch einen Schlüssel für, glaube ich. Also wenn man hier nämlich. Ey, cool. Wenn man hier alle besiegt, kriegt man eine Kiste. Auch sehr Zelda-mäßig. Alle Gegner im Raum besiegt und dann bekommt man was. So typisch. Und zwar das Eisenschild. So, nee, ich drück als irgendwie auf Dinge. Bin ich irgendwie gewohnt, ey. So, jetzt haben wir hier das Eisending. So, hier wäre sonst nichts. Gehen wir mal wieder raus. Bam, komm nochmal. Haus nochmal kaputt. Komm schon. Bam, Alter. Nochmal ein Pickel geholt. Ich bin voll pickelsüchtig, so, ne? Ich glaube, ich weiß echt nicht, welcher der richtige Weg war. Ich glaube, wenn man da nach unten gegangen wäre, wäre man zu so einer magischen Quelle gekommen, die einen geheilt hätte. Ich würde mich aber auch irren. So, weil wir müssen mich hier. Den alten Pickel zu Brei schlagen. Da kann man nämlich auch, ne? Ja, das eine da hinten war so eine Heilungsquelle. So, wir klettern wir mal lang. Hier ist noch so eine alte Knolle. So, jetzt. Nee.
Mach ich schon mal hier so krass Magie rein, so, ne? Dilling. Dann gehen wir mal hier rein. So, und ich würde mal sagen, wie es hier drinnen weitergeht, sehen wir uns das nächste Mal an. Bis dahin, Servus und Hollerö. Haha, und stay tuned.